Ja. Hast du jemanden umgebracht? Nein. Okay, dann habe ich wieder ein gutes Gefühl für diesen Gerichtsprozess, denn ich war tatsächlich etwas skeptisch. Wir sind an einer sehr, sehr kritischen Position, möchte ich behaupten. Wir haben den Herrn White schon ziemlich in die Ecke gedrängt, aber irgendwie windet er sich da raus. Dank, Edgeworth ist schuld. Der ist, im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass er aussagt, dass er die Wanze angebracht hat. Ja. Und zwar vor dem Mord. Deshalb kannte er die Lampe, bei der wir ihn ja vorher festgenagelt haben, dass er die gar nicht gesehen haben kann. Ja. Und jetzt müssen wir raus, irgendwie ihn da raushauen. Also nicht raushauen, sondern festnageln. Und wir haben natürlich diese Glasscherben, die zerbrochenen Überreste einer Stehlampe aus Glas. So, aber damit können wir gerade nicht so viel anfangen. Dann haben wir die Wanze noch, wir haben noch diese Quittung, aber die bringt uns auch nicht viel. Wir haben das hier, das haben wir auch schon, also... Rannte nach rechts, ja. Und sie wurde getroffen. Das können den Bodenplan nochmal gucken, aber... Ich weiß nicht, wie dir das jetzt weiterhilft. Ich meine, der Ablauf wird dir der gewesen sein, dass sie versucht hat, vom Schreibtisch an der Stehlampe vorbei zum Ausgang irgendwie zu kommen und dabei ist die Lampe kaputt gegangen. Aber nee, sie ist ja rechts rum. Ja, ja, rechts. Also ich meinte ja so rechts rum. Also links am Tisch vorbei, da wo der Stuhl liegt, vorbei an der Lampe, am Fenster unten und dann so rum. Oder rechts. Aber sie ist ja beim Fenster gestorben. Also ja, ja, er hat sie ja da dann erwischt. Naja. Aber auch das hilft uns gerade nicht so besonders. Nee. Und mehr haben wir eigentlich nicht. Geh nochmal weiter. Und nochmal sicher gehen. Was das stand Handy hier nochmal drin? Na, da stand drin mit dem Versteck des Papiers in der Blablabla. So. Und das war's? Das war's, das ist so schon. Mitte etwas für mich aufzubewahren. Ja. Es sieht aus wie eine Uhr, der Denker funktioniert nicht. Schade. Muss das Uhrwerk rausnehmen, Dokumente, Beweismittel über das Überschreiben. Okay. Und das war's. Und das war am 5. September um 9.27 Uhr. Ich weiß halt leider gerade nicht mehr, wann sie gestorben ist, weil das in diesem Autopsiebericht nicht drin steht. Was ein toller Autopsiebericht ist. Bringt uns gerade also alles nicht so viel. Haben wir jede Aussage angegriffen von ihm gerade? Nee, ich glaube noch gar nicht. Deswegen machen wir da erst nochmal. Noch gar Obwohl, nicht? Doch, haben wir schon haben wir komplett. Stimmt, die haben wir alle angegriffen. Das, ich drang in die Kanzlei für einen Partner, haben wir angegriffen. Natürlich, um die Wanze dort zu installieren. Oh nein, sag jetzt nicht. Ich habe keine Munition mehr. Huch. Okay, ich glaube, wir hätten angreifen sollen. Es tut mir leid, Herr. Aber weiter kommen wir nicht, Herr Wright. Es ist in der Zeit, dass Sie Ihre Niederlage eingestehen. Sie haben ehrbar gekämpft. Es reicht. Ich halte es nicht mehr aus. Herr White! Geben Sie auf! Ja, euer Ehren. Das musst du mal machen. Wer ist denn das? Phoenix! Hä? Phoenix, hier drüben! Ich kenne diese Stimme. Was? Mia? Ach so, ja. Geben Sie niemals auf, Phoenix. Wie, ach so, ja? Naja, Mia? Ohnmächtig geworden? Wo bin ich? Der Warteraum? Was ist passiert? Richtig. Wir sind verurteilt. Ich habe den Prozess verloren. Ich habe halluziniert. Ah, Sie sind wach. Ah. Was ist los? Wieder umgekippt. Hehe, Phoenix. Aha, begrüßt man so einen alten Freund? Phoenix, sehen Sie mich an. Was ist los? So. Boah. Sie sind... Maya? Wussten Sie nicht, dass die Fey-Schwestern starke psychische Kräfte haben? Was? Als sie ihre Niederlage vor Gericht hinnahmen, es scheint, als reichte der Schock aus, um Mayas wahre Kräfte zu wecken. Dann sprechen Sie durch Mayas Körper, Mia? Genau, ich bin Maya, aber gleichzeitig bin ich auch Mia. Jetzt möchte ich, dass Sie mir zuhören, Phoenix. Maya hat niemals aufgegeben und Sie dürfen das auch nicht. Ich bin gekommen, um Ihnen das zu sagen. Aber... Wir haben nicht viel Zeit, Phoenix. Hören Sie zu.
Sie haben schon gewonnen. Hä? Sie haben doch die Quittung in der Gerichtsakte, oder? Ja, die Quittung, auf die Sie Maya geschrieben haben. Phoenix, White hat das geschrieben, nicht ich. Also, was soll ich damit tun? Ja gut, das ist ja eine Sache, die hätten wir jetzt erstmal... Sehen Sie sich die Vorderseite... Jemand rumgelaufen auf dem Hintergrund, ein Foto wieder, Mörder gerade. Sehen Sie sich die Vorderseite der Quittung an. Die Vorderseite? Das ist eine ganz normale Quittung. Sieht aus wie aus einem bekannten Kaufhaus. $1000. Wow, dicke Summe. Artikel, Glasstehlampe. Die Glasstehlampe. Kaufdatum, 4. September. 4. September? So ist es, Phoenix. Ich habe die Lampe einen Tag vor meiner Ermordung gekauft. Wow. Und was sagt der White in seiner Aussage? Also wir sind ja noch am Anfang September, ja. Die Woche vor dem Mord. Da hätte man sie übrigens auch dran heranlangen können, wann sie möglicherweise umgebracht worden war. Ja. Er sagte, er habe die Lampe in der Woche vor dem Mord gesehen. Da haben sie's. Ich glaube, die Verhandlung wird fortgesetzt. Gehen Sie, Phoenix. Sie sind unschuldig. Jetzt müssen Sie es beweisen. Ja. Das ist hinzugefügt. Ich meine, dass man... Also, du solltest nicht drauf kommen. Es ist halt einfach, du kriegst dich so rum und irgendwann passiert das. Verstehe. Ich habe kurz gehofft, dass das der Fall ist, aber hätte auch sein können, dass wir einfach... Ich fand deine Reaktion aber super, weil für mich ist dieses mit Medium und dass so ein bisschen spirituelle, übernatürliche Elemente drinstecken in Phoenix White ja total normal inzwischen. Aber du wusstest das nicht. Nee, ich wusste das wirklich überhaupt nicht. Ich dachte eben gerade, er bildet sich das so kurz ein oder so, aber dass sie wirklich, das ist natürlich auch der große größere Brüste bekommt aus Gründen. 9. September, 13.16 Uhr, Bezirksgerichtssaal Nummer 1. Ich finde es so ein bisschen doof, dass man quasi... Also du weißt... Sie finde ich ein bisschen an der Nase rum. Ja, naja, aber auch ein bisschen billig, weil du hast ja diese... Sie sagt, es ist eine Quittung. Und ja, du weißt, dass sie auch wirklich umdrehen können. Das und das liegt ja so nahe. Liegt ja so nahe irgendwie. Gibt tatsächlich, Fun Fact, in späteren Phoenix Wright-Teilen, zum Beispiel ab Apollo Justice, so 3D-Elemente, da kannst du Gegenstände untersuchen und sie dann drehen und bestimmte Seiten anschauen und muss das tatsächlich machen, um auf bestimmte Hinweise zu kommen, wo sie das einbauen. Und das gab es ja hier einfach noch. Ja, naja, aber das ist dann deswegen so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen, also du kannst es ja wirklich nicht lösen. Genau, Das ist halt ein bisschen komisches. Okay. Das Gericht wird nun die Verhandlung gegen Phoenix Wright fortführen. Geht es dem Angeklagten? Ich meine, geht es Ihnen gut, Herr Wright? Ja, tut mir leid, euer Ehren. Mir geht es besser. Dann lassen Sie uns schuldig sprechen. Weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich finde das auch nur ein toller Verhandlungsverlauf, dass der Angeklagte einen rumgibt. Euer Ehren, es wurde bereits alles gesagt. Das Kreuzfeuer für Herrn White ist beendet. Sie müssen den Angeklagten Phoenix White nur noch verurteilen. Euer Ehren. Entschuldigung, ich bin so drin. Bitte geben Sie mir noch eine letzte Chance. Ich verspreche, es wird das letzte Mal sein, dass ich Sie darum bitte. Aber wie Herr Edgeworth richtig angemerkt hat, ist der Prozess so gut wie beendet. Herr Edgeworth, was sagen Sie dazu? Ich würde sagen, geben wir Herrn Phoenix White seine letzte Chance. Sehr gut. Sie dürfen mit dem Kreuzfeuer beginnen. Okay, dann essen wir jetzt unsere Quittung auf und gehen ins Gefängnis. So. Es war Anfang September, die Woche vor dem Mord. Ja, jetzt ist es einfach genau. Okay, also da wollen wir jetzt schon das Ding hier präsentieren? Ja, müssen wir ja. Ich weiß schon, wo man es machen muss. Aber ich sag's dir nicht. Obwohl, ne, wir gehen ja nochmal, also dass er sich da ganz sicher ist, dass wir ihn da haben. Können Sie das beweisen? Das hatten wir schon. Okay, ja, da genau, waren wir schon. Ja, also, okay, dann ist es genau das. Weil es ist quasi der gleiche. Ja, okay, gleiche verstehe. Ja, ich muss ihm den Beweis. Okay, alles klar. Also, was sagt er hier es noch? War Anfang September. Ich trage in die Kanzlei. Da geht er nicht mehr aufs Datum ein. Obwohl doch, als er die Lampe da gesehen hat, die kann er da nicht gesehen haben. Da müssen wir uns präsentieren. Um die Wanze da zu installieren. So.
da müssen wir jetzt präsentieren, dass das schwierig wird. Jetzt. Oh, bester Moment. Sehen Sie sich das gut an. Sehen Sie das Wort Maya mit Blut geschrieben? Uaha! Sie sind am Ende. Ich glaube nicht. Sehen Sie sich die andere Seite der Quittung an. Die andere Seite? Euer Ehren, würden Sie dem Gericht bitte vorlesen, was auf der anderen Seite dieser Quittung steht? Nun, eine Glasstehlampe und das Kaufdatum. Aber das ist der Tag vor dem Mord. Sehen Sie, Herr White, als Sie angeblich Anfang September in die Kanzlei Fay und Partner eindrangen, hätte die Stehlampe dort nicht stehen können. Nun, Herr White. So gut. Nun sitzen Sie in der Falle, nicht wahr? Oh, so befriedigend. Ja, ich weiß. Nein, es ist unmöglich denkbar. Unmöglich denkbar. Aha, er verliert die Fassung. Nun, euer Ehren, ich verstehe, dass Sie ziemlich unter Druck stehen. Aber ich glaube, dass Sie mich unter diesen Umständen nicht schuldig sprechen können. Sehr gut. Dann eröffne ich hiermit den Prozess gegen... Nee, es könnte irgendeine Stehlampe gewesen sein. Wie es dir schon so geht wie jeden anderen Spieler. Ja. Dann so, oh, was will Edgeworth jetzt noch? Nicht so schnell, Phoenix Wright. Hä? Was? Er kann unmöglich sich da rauswinden. Oh, Moment. Ich habe vergessen, das ist Edgeworth. Die Behauptungen des Angeklagten sind in gewisser Weise logisch. Aber es gibt keinen konkreten Beweis, dass Phoenix Wright unschuldig ist. Also, ich beantrage einen weiteren Verhandlungstag, bevor Phoenix Wright freigesprochen wird. Ich brauche etwas Zeit, um weitere Ermittlungen anzustellen. Winkelt mit dem Finger. Weitere Ermittlungen? Am Ende kommt dabei ein weiterer aktualisierter Autopsiebericht heraus. Dieser Kerl erfindet Beweise, wie er es gerade braucht. Das wäre fatal. Wir erheben Einspruch. Einspruch! Es ist offensichtlich, dass Herr White schuldig ist. Es ist nicht notwendig, diesen Prozess zu verlängern. Nun, Herr Edgeworth? Wenn hier jemand Herr White vor Gericht bringt, dann ich, der Staatsanwalt. Ich brauche einen Tag, um zu prüfen, ob Ihre Behauptungen durch Fakten beweisbar sind. Ich verstehe. Einspruch abgelehnt. Was? Das Ende des Prozesses gegen Herrn Phoenix Wright wird auf morgen vertagt. Nein, nein, niemand weiß, wo das hinführt, wenn ich es jetzt nicht beende. Edgeworth wird auf jeden Fall was Neues herausfinden oder einfach was erfinden. Und nachdem Mia aufgetaucht ist, um mir zu helfen... Bling, bling. Herr Richter, bin ich entlassen? Natürlich, vielen Dank für Ihre Zeit. Der Zeuge bleibt hier. Mia... Phoenix, lesen Sie diese Notizen laut vor. Mia, was ist das? Notizen von mir erhalten. Euer Ehren, dürfte ich. Sie sind heute ziemlich beharrlich, Herr Wright. Man könnte fast meinen, Sie sind ein Anwalt. Und des Mordes angeklagt. Ja, ach so, ja, war ja was. Natürlich bin ich das. Immerhin hängt mein Leben davon ab. Ich möchte dem Gericht etwas vorlesen. Schauen Sie sich diese Statue an. Mia hat mir eine Namensliste gegeben. Viele davon kommen mir irgendwie bekannt vor. Größen aus der Finanzwelt, bekannte Persönlichkeiten. Da passierte es. Stopp! Halt! Schluss! Bitte stoppen Sie ihn! Er soll aufhören! Wo haben Sie diese Liste her? Herr White, geschehen Sie hier und jetzt! Sonst wandert diese Liste an die Presse! Ich gestehe.
Ich habe es getan. Ich habe sie erschlagen. Ich habe Frau Mia mit dem Denker erschlagen. Der Fall ist abgeschlossen, euer Herr. I won, I guess. Nun, ich sehe keinen Grund, diesen Prozess fortzuführen. Herr Wright? Ja, euer Herr. Sie haben es wieder einmal geschafft. Das war eine sehr begeisterte Verteidigung von sich selbst. Ja, euer Herr. Ich schätze, das kann man so sagen. Wenn du nur wüsstest, wie begeistert ich war. Ja, ja, sehr gut. Ja, verstehe ich nicht, aber... Das Gericht befindet die Verteidigung für... ich meine natürlich den Angeklagten, den Felix Wright, für... Nicht schuldig. Konfetti! Yay, Konfetti! Yay! Wenn einer schuldig gesprochen wird, Konfetti. Wenn einer nicht schuldig gesprochen wird, Konfetti. Hauptsache Konfetti. Ich glaube, bei einer Schuldigsprechung kommt kein Konfetti. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Wow. Da sind ein paar Dinge passiert, mit denen du nicht gerechnet hast, wa? Ein bisschen. 9. September, 14:24. Angeklagtenzimmer. Also, wir haben jetzt die Liste von den ganzen Leuten vorgelesen, die erpresst wurden. Oder werden. Oder so. Ich weiß es nicht. Naja, oder? Doch im Wesentlichen... Wobei das jetzt wahrscheinlich nochmal kommt, aber wir haben ja herausgefunden, dass ganz viele Dokumente aus Mias Büro gestohlen wurden. Ja, achso, ja, das stimmt. Weil sie hat ja ganz viel recherchiert gegen ja. Und diese Dokumente waren ja weg. Ja. Und ich schätze mal, basierend darauf okay, ist verstehe. Diese Liste, okay, okay, dieses, okay. Diese Info, die nur Mia haben kann. Hm. Ja, nun, ich hätte nie geglaubt, dass ich das noch einmal sagen würde. Meinen Glückwunsch, Sie haben Glück, dass ich eine Fee bin. Ich habe Glück, dass ich sie beide an meiner Seite habe. Wer auch immer da gerade mit mir redet. Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Danke, Phoenix. Sie haben eine Menge riskiert, indem sie mir und Maya geholfen haben. Ich werde es nicht vergessen, solange ich lebe. Solange sie leben? In meine Zeit läuft ab. Ich sterbe. Hä? Mayas Kräfte sind noch schwach. Ich kann nicht so lange hier bleiben. Was? Nein, es gibt noch so viel zu sagen. Keine Sorge, wir treffen uns sicher wieder. Chefin! Ich bin nicht mehr Ihre Chefin. Phoenix, können Sie heute Abend ins Büro kommen, gegen 21 Uhr? Ins Büro. Bis später. Flupp! Chefin, Mia! Okay. Das nehmen wir einfach mal so hin, würde ich sagen. Ja, ja, das musste ich hinnehmen. Ein paar Sachen in Phoenix Wright muss man hinnehmen. Wir sind 2 Minuten zu spät. Ist das... Ich meine, das ist... Ich glaube, das ist nur eine andere Perspektive, oder nicht? Naja, egal. Nee. Wenn ich hier bin, muss ich immer noch an jene Nacht denken. Sie sind gekommen. Mia. Ich hatte schon gedacht, dass Sie nicht kommen. Wie? Natürlich bin ich gekommen. Sehr schön. Ich habe einen Bärenhunger. Wie wäre es mit einem Burger? Mia? Uahaha. Mia. Wovon reden Sie? Ich bin es, Maya. Maya. Habe ich etwa wie meine Schwester ausgesehen? Ausgesehen? Sie waren sie. Vielleicht könnte mir das noch helfen. Oh, Phoenix, würden Sie mir bitte etwas zu essen besorgen? Maya, warum sind Sie hier? Darum. Sehen Sie, Mia hat einen Brief geschrieben. Pass für mich auf Phoenix auf. Aufpassen, hä? Sie meint die Kanzlei, diese Kanzlei. 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 Kanzel. Sie brauchen doch Hilfe in der neuen Kanzlei. Wright und Partner, oder? Wer könnte Ihnen besser helfen als ich? Maya Fay meldet sich zum Dienst. Warten Sie, nein. Lassen Sie uns nicht so förmlich sein. Yo, Nick. Hier ist Maya. Packen wir es an. Yo. Nick? Ja, Phoenix. Nick. Phoenix? Phoenix? Nick. Ja. Ja. Kann man schon machen. Heißt der Nick Phoenix, right? Nein, aber wie aus Phoenix kann man noch Nick machen. Findest du das zu weit hergeholt? Dann denk dir einen besseren Spitznamen für Phoenix aus. Phini. Föhn. Dir macht das doch nichts aus, wenn ich Nick sage, oder? Das ist ein schöner Name. Mia sagte, dein Freund Larry nennt dich so. Ach ja, stimmt. Nick? Weißt du, was das bedeutet? Wir sind Partner. Ja... Weißt du, wenn ich es mir so überlege, ist Maya daran schuld, dass ich jetzt hier stehe. Aber wenn sie nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt wohl im Knast. Nein, die Quittung mal umgedreht hätte, aber okay. Anwaltskanzlei Wright und Partner. Das klingt doch toll.
Ja. Danke, Maya. Na. Er guckt. Viel Glück, Phoenix. Phoenix, Phoenix, Phoenix. Ich werde immer da sein, und zusehen, Okay, ich finde, das war ziemlich gut. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Genau, okay, Nick, los geht's. Hä? Was denn? Burger, du Dummkopf. Burger. Die Straße runter gibt es einen tollen Burgerladen. Na los, die Zeit läuft. In Wirklichkeit essen die bestimmt Okonomiyaki oder sowas. Okay, warte auf mich. Oder einen lebendigen Fisch. Ende. Das war die zweite Episode. Mats, brauche erstmal eine Pause. Oh. Prost. Mm. Auf einen erfolgreichen Fall. Alter. Das war gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ja, vor allem ein schön hassenswerter Typ, den man da unterbringt. In Knast gebracht hat, das ist wohl wahr, ja. So, Wandel des Samurai, aka Turnabout Samurai. Ja. Einer meiner Lieblingsfälle. Oh. Oh. Dann fangen wir ohne Umschwurfe an, würde ich sagen, oder? Wieder wegen der Musik. Ich speichere sogar aber mal. Aber das geht für jeden Fall. Wandel des Samurai. Ach ja, Forschmann. Ich kann ja mein Hemd mal so aufreißen. Dann trage nämlich ein Forschmann-Shirt. Oh, später mal. Flashy. Krr, du hast mich zum letzten Mal gedemütigt, du Samurai. Der blasse Samurai. Ja, so der. Ich weiß nicht, was da habe ich jetzt nicht gelesen. Aber kam das, ging das von alleine? Ja, es geht von alleine. Der Mond, nein, du solltest zum Mond aufblicken. Denn es wird das letzte Mal sein, dass du den Mond siehst. Wir sehen uns in der Hölle, böser Richter. Wow. Okay. Die Schwerter der Krieger glänzen im Mondlicht und schlagen zu. Einer ist gefallen. Aber wer? Das weiß nur der Mond und der andere Samurai. Verpassen Sie nicht die spannende nächste Folge. Rückkehr des schwarzen Boten. Okay, 14. Oktober. Das ist jetzt ein Monat vergangen, so ungefähr, ne? Ja. Anwaltskanzlei Wright und Partner. Das war richtig krass. Wir sehen uns in der Hölle, böser Richter. Hey, fuchtel nicht so mit dem Besen rum. Ach, Nick, ich wusste nicht, dass du hier bist. Natürlich bin ich hier. Was hast du denn da für eine surreale Sendung geschaut? Was? Nick, heißt das, du kennst den Stil-Samurai nicht? Er ist nur der beliebteste TV-Held bei den Jugendlichen, bei diesen sogenannten. Jugendliche? Wie jugendlich denn? So 10 Jahre alt? Warum zum Teufel flippst du dann so aus? Hey, ich bin auch erst 17. Mit 17 bin ich auch noch Teenager. Nicht so wie du, Nick. Hey, sprich nicht so mit mir, als wäre ich ein Opa. Bin selbst erst 24. Hm. 6, das ist fast 7 Jahre älter, ey. Dann schau's mit mir an, das ist echt cool und total angesagt. Als Grundschüler nach ihrem Berufswunsch gefragt wurden, war der Stil-Samurai Nummer 1. Ich will Stil-Samurai werden. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Kids von heute. Opa. Gut, der Stil-Samurai ist vorbei. Zeit, das Büro abzuschließen. Du hast recht. Das arbeitet die den Tag? Ja, schätze ich mal, ne? Ich will auch Stil-Samurai werden. Ich will auch Anwalt werden. Ja. Wenn wir nur ein paar Mandanten hätten. Ja, ist. Tja, läuft wohl nicht so gut. Seit meinem Prozess ist schon ein Monat vergangen. Der Mord an mir war eine ganze Weile in aller Munde. Aber keiner hat dabei die Anwaltskanzlei Wright und Partner beachtet. Wie soll ich in diesem Monat bloß die Miete bezahlen? Jetzt wird nämlich auch noch ein Wirtschaftsspiel gleichzeitig. Ja, da wäre ich aber stark dafür. Ich weiß. Das wird schon. Ich bin mir sicher, dass ein guter Mandat schon so gut wie vor der Tür steht. Mandant, nicht Mandat übrigens. Ja, doch, ein gutes Mandat steht vor der Tür. Ja, kann auch sein. Stand das da? Nein. Schade. 16. Oktober, 8.14 Uhr, Schlafzimmer von Phoenix Wright. Uiuiuiuiui. Wird sehr privat. Bring, bring. Hallo, hier ist Phoenix. Nick! Ah ja, was ist los? Ist noch so früh. Der Stil-Samurai wurde verhaftet. Hä? Der Typ aus der Serie? Ja! Das heißt, der Stil-Samurai hätte einen Schurken getötet. Dafür ist er doch da, oder? Ja, im Fernsehen. Ja, im Fernsehen. Nein, er hat es tatsächlich getan, im richtigen Leben, meine ich.
Er hat einen Schurken mit einem Samurai-Speer aufgespießt, Alter. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du da redest. Komm einfach nur schnell ins Büro, bitte, Nick. Okay. Ich habe ja, keinen Schimmer, wovon du redest. Keine Ahnung. Es ist mir auch egal um diese Uhrzeit. Ja, bitte wieder aufstellig. Kann dir nicht helfen, ich will dir nicht helfen, auch wir hören. Maya ist schon da und sieht fern. Jetzt die Morgennachrichten. Der Schauspieler Will Powers natürlich wurde gestern verhaftet. Powers spielte die Hauptrolle in der beliebten Kinderserie Der Stier-Samurai Krieger aus Neo-Olde Tokyo. Er wurde unter Mordverdacht festgenommen. Das Opfer war Jack Hammer, der den Schurken böser Richter gespielt hat. Jack Will Hammer. Powers und Jack Hammer. Geil. Seine Leiche wurde in dem Kostüm des bösen Richters gefunden. Der Samurai-Speer steckt auch noch in dem Körper. Die Polizei hält diesen Speer für die Tatwaffe und hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese Polizei immer. Lässt sich nichts vormachen. Oh, aber sie ist traurig. Das muss ein Scherz sein. Nein, das ist ein Albtraum. Das Ende des Tier-Samurai. Das ist das Ende der Welt. Ring, ring. Achso, das ist ihr Handy, oder? Ja, Kanzler Wright und Partner? Was? Nick! Es ist der Stier-Samurai! Was? Ja, natürlich! Wir sind gleich da! Lass uns gehen, Nick! Gehen? Wohin denn? Sie haben den Stier-Samurai in die Strafanstalt gesteckt! Ja und? Also habe ich entschieden, dass das unser erster Fall sein wird! Wir sollen ihn verteidigen. Kommt jetzt überraschend, aber nun, was sollen wir tun? Was wir tun sollen? Wie kannst du einfach nur so rumsitzen? Wir müssen zur Strafanstalt, um dort den Stier-Samurai zu treffen. Zur Strafanstalt! Ich frage mich, ob sie diesen Fall untersuchen oder nur die Studios besichtigen möchte. Ich setze aufs Besichtigen. Okay. Viel Vertrauen in Maya momentan. Ja, voll gut. Wir haben noch nicht genug Informationen, auf die wir die Verteidigung stützen können. Gib's einfach zu, du hast keinen Schimmer, was passiert ist. Nein, wir haben einfach nicht genug Informationen. Das so definiert man, glaube ich, keine Idee. Was haben wir denn eigentlich? Haben wir noch Sachen, die sind jetzt wahrscheinlich... Okay, alles klar. Ist wieder die Anwalt, okay. Nun gut. Gehen wir zur Strafanstalt. Gehen wir wohl zur Strafanstalt. Schauen uns mal den guten Stil-Samurai an. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Ich habe den Verdacht, er sieht anders aus, als man sich ihn vorstellt. Oh, warte, das möchte ich kurz... Was denkst du? Also, ich würde mir jetzt vorstellen, dass unter diesem Kostüm halt so ein total muskulöser Arnold Schwarzenegger mit Glatze steckt. Uh-huh. Aber ich kann mir vorstellen, weil er ja nur Schauspieler ist und nur so tut, als wäre er stark, dass er so ein kleines, schmächtiges Kerlchen ist und dass Maya jetzt gleich total... wie du bist der Stil-Samurai? Was ist denn da kaputt? Warum? Okay. Das könnte ich mir vorstellen. Eine Erwartungshaltung wurde etabliert. Fast. Naja, pass ab. Ich glaube, ich habe mir ein Haar... Aua! Oh, was tust du? Ich habe mir Haare eingeklebt. Ach so. War dein Pflaster nicht mal... Nee, das ist... Okay. Ich habe ein Pflaster? Stimmt was nicht, Maya? Da ist er in Fleisch und Blut. Hä? Ist das wirklich dieser Typ? Was meinst du mit dieser Typ? Natürlich ist er es. Will Powers, unser Mandant. Das ist er. Vielleicht sollte ich das nicht sagen. Aber er ist ganz sicher. Mord, wenigstens einmal, vielleicht auch zweimal. Vielleicht auch zweimal. Maya ist schon gut. Maya ist super. In unserem Team. Ja. Hoppla, was sagst du da? Ich glaube, sie waren es zweimal, oder? Ja? Stimmt etwas nicht. Nein. Na, das fängt ja gut an. Ich weiß, Sie sind enttäuscht, nicht wahr? Enttäuscht? Ach nein! Nein, es ist okay, es ist mein wahres Gesicht. Aber das Konzept war richtig, was ich hatte. Mhm. Ja. Als ich die Rolle des Stier-Samurai mit dieser Maske bekam, entschloss ich mich, mein Gesicht erst nach der Serie wieder öffentlich zu zeigen. Wegen der Kids, wissen Sie? Ich wollte Ihre Träume nicht zerstören. Aha. Ich denke, das war egal.
So viel zum Thema Träume. Ich frage mich, was Sie jetzt vom Stil-Samurai halten. Ich finde ihn gar nicht so hässlich. Ich glaube, das Konzept ist hier ein bisschen, dass in Japan so diese typischen Idole und Helden eher so Schönlinge sind. Und die jetzt nicht so krass muskulös sind oder so, sondern so. Eher halt hübsch. Genau, hübsch. Ja. Und der hier ist ja eher so nach einem amerikanischen das soll sein. Aussehen modelliert. So wirkt es zumindest auf mich und heißt ja Will Powers. Und das empfindet man dann dort vielleicht nicht als hübsch. Aber das ist ja von der Grundidee, die ich hatte, storytechnisch exakt und so passiert. Er sieht halt gefährlich aus, aber du siehst ja gerade an seiner Mimik und Gestik und was er sagt, dass er eigentlich gar nicht so powerful ist. So ruppig scheint. Okay, verstehe. Weil er sieht ja eher aus wie Wolverine oder das so. Das ist schön, so ein bisschen, ja. Nick. Was? Er ist ein guter Junge. Ich meine, er ist anständig. Ja. Er war's nicht. Danke, danke. Ich denke, wir können mindestens zweimal. Wir können direkt vor Gericht ziehen, glaube ich. Ja. So, warte mal, können wir uns ihn angucken können wir ja nicht. Hier kannst du nie untersuchen. Ja, ich dachte mal, das ist egal. So, reden. Was ist denn jetzt passiert? Vielleicht erzählen Sie erstmal, was vorgefallen ist. Ja, natürlich. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Ja, es ist ja auch erst gestern passiert. Die Besetzung war zu einer Probe in die Global Studios gekommen. Morgens um 10 Uhr haben wir einige Actionsequenzen geprobt. Für 17 Uhr war dann eine Probe angesetzt. Als es dann kurz vor 17 Uhr war, versammelte sich die Besetzung vor dem Studio. Der böse Richter wurde zusammengesunken neben dem Set gefunden. Eieiei. Ja. Sie nahmen ihm die Maske ab und entdeckten, dass es Jack Hammer war. Tot. Er war mit dem Samurai-Speer fachmännisch aufgespießt worden. Dem Samurai-Speer? Ja, das ist ein langer Speer, den ich der Stil-Samurai als Waffe verwendet. Reden wir doch mal über diesen Stil-Samurai. Vielleicht können Sie mir erklären, was genau der Stil-Samurai ist. Nick, wie kannst du so etwas sagen? Ich entschuldige mich für meinen Partner, Sir. Er ist neu in diesem Metier und nicht ganz auf dem Laufenden. Hey, wer ist hier neu in diesem Metier? Ach, das ist schon in Ordnung, wirklich. Der Stil-Samurai ist die Hauptfigur in einer beliebten Kinderserie. Er streift durch die Straßen von Neo-Oldi-Tokyo. Was ist denn das, Neo-Old? Ich würde einfach mal Neo-Oldi-Tokyo sagen. Oldi-Tokyo. Und bestreitet Kampf um Kampf gegen den bösen Richter und seine Schergen. Böser Richter. Natürlich besiegt er den bösen Richter nie endgültig. Obwohl... er ihn dieses Mal richtig besiegt hat, fürchte ich. Verstehe. Neo-Old-Tokyo? Wer denkt sich denn solche Namen aus? Ja, aber echt jetzt. Ja, aber super, dass Phoenix das auch so. Ja. Was ist das denn für ein Quatsch? Nun, wo waren Sie am Tag des Mordes? Nun, an diesem Morgen bin ich um 9 Uhr ins Studio gekommen. Also wirklich auf Wolverine. Wir sind bis Mittag die Action-Szenen durchgegangen. Die Probe sollte um 17 Uhr stattfinden, aber ich war müde. Also habe ich nach dem Mittagessen in meiner Umkleide ein Nickerchen gemacht. Als ich aufwachte, war es schon nach 17 Uhr. Ich kam zu spät zur Probe. Ich eilte zum Studio und alle dort standen unter Schock. Ich wurde sofort verhaftet und hierher gebracht. Er hat also den gesamten Nachmittag des Mordes verschlafen? Was für ein Actionheld. Was werden die Kids bloß denken? Ich sollte wohl mal den Tatort unter die Lupe nehmen. Richtig, die Global Studios. Ich zeichne Ihnen einen Plan. Klasse, Nick, auf geht's. Ja, da möchte wohl jemand... Ich wette $10, dass sie auf Autogrammjagd geht. Sehr schön. Das klingt nach einem interessanten Fall. Guter Setup, ne? Also ist mal ganz angenehm. So diese TV-Serie ist so was ganz anderes als der vorherige Fall. Und dass wir nicht wegen Mordus angeklagt sind, finde ich auch mal. Nicht mal, ja. Auch ganz schön, dass keiner von uns mal wirklich mit drinsteckt. Noch nicht. Sehr schön. Also, dann wissen wir, was auf uns zukommt. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö. Tschüss. Pardon. Prost, Kamschuh.